Moin Leute und willkommen zurück hier bei WRC4 und ja, ich hab's euch gesagt, wir machen jetzt nochmal einen Durchgang auf Schwierigkeitsstufe 5 natürlich und gucken, ob es gespeichert ist, jawohl. Und dann geht's direkt los mit der nächsten Rallye und zwar ab nach Italien. Rallye Ziel ist 8 und ich hoffe mal, dass wir jetzt, ja, der Schnee ist quasi vorbei. Jetzt geht's wieder so ein bisschen in das gemäßigte oder schon subtropische Klima, kann man ja bei Italien durchaus behaupten. Und ja, ich bin mal gespannt. Also es wird, denke ich mal, jetzt wieder ein bisschen knapper werden als bei den letzten Rennen, weil wir da ja auf Stufe 4 gespielt haben. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Ja, Reparatur braucht man nicht machen. Wir gehen direkt los zum Rennen. Beeilen uns hier so ein bisschen und dann schauen wir einfach mal, was bei rauskommt. Ja, der Kubica ist schon wieder hier so am Rumtönen. Die Specials stellen die Aufhängung jedes Wagens auf die Probe. Und deshalb hat der Großteil unserer Arbeit mit dem Team sich auch genau darauf konzentriert. Das ist ja schön. Weiterhelfen wird es ja auch nicht. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier drei Sachen. 25% trockener Schotter, 42% steiniger Schotter und 33% sandiger. Ja, also ungefähr dreimal der identische Belag. 3,2 Kilometer, viele Kurven, also viele kurze Stellen, eine relativ schnelle und 3,2 Kilometer ist jetzt nicht so viel. Meisterschaft halt auf Sardinien. Wer hier die staubigen und felsgesäumten Pisten mit den extrem gefährlichen Steinwällen unterschätzt, wird das Rennen definitiv vorzeitig beenden. Nein, unterschätzen werden wir hier nichts. Wir werden ordentlich Gas geben. Und dann bin ich sehr gespannt, wo wir dann am Ende landen. Los geht's. Los. Rechts 5, in H-Nadel links, Handbremse. Dann H-Nadel rechts, Handbremse. H-Nadel links, Handbremse. Hinterbaum, H-Nadel rechts, Handbremse. Variere auf. Bis hierhin ja ganz gut, ne? Links 4, öffnet sich 4, dann H-Nadel links, Handbremse. Öffnet sich 3, dann links 5 und H-Nadel rechts, Handbremse. 40, links 4, unter Brücke, in rechts 4, links 5. Die Brücke kommt mir bekannt vor. Und 80, das war riskant. So, und die erste Zwischenzeit. Oh ja, das ist gut. Links 3. Das hatte ich auch so gehofft, dass wir hier einen Vorsprung haben. Vorsicht, mittig halten. 2 Sekunden hatte ich jetzt nicht erwartet, aber irgendwie so eine Sekunde zumindest. Dann rechts 3, lang, Bodenwelle. Wow. Und endlich haben wir auch mal eine wunderbare Stelle, um hier, ja, guck mal, diese erste Bodenwelle haben wir dann gleich voll erwischt. Und da konnten wir auch nicht mehr viel machen, weil wir in der Luft waren. Links 2, dann rechts 4, lang, öffnet sich 3, 60. Links so, und auch der zweite Sektor, bis auf die eine Stelle, die wir ja zum Glück korrigieren konnten, war bisher okay. 150. Oh ja. Mittig halten. Sehr schön. Links 3, in rechts 3. Dann links 3 und rechts. Oh, Vorsicht. Zaun außen. Dann links 3, Bodenwelle. Rechts 3. Und links 4, 40, H-Nadel rechts, Handbremse. So, jetzt haben wir verloren, habe ich auch schon fast erwartet. Aber 5 Sekunden ist trotzdem bisher ein sehr gutes Ergebnis hier. H-Nadel rechts, Handbremse, in H-Nadel links, Handbremse. Dann H-Nadel rechts, Handbremse, und H-Nadel links, Handbremse. Rechts 5, dann H-Nadel links. Handbremse und H-Nadel rechts, Handbremse. Links 4, Bodenwelle, in rechts 3. Boah, was für Serpentinen hier, Wahnsinn. Links 4, Abzweigung rechts abbiegen, Verengung 40. Rechts 4, sehr lang, mittig halten, das war das Ganze. Oh shit. Rechts 4, dann H-Nadel links,
Oh, hat das gekostet. Ich will eben noch mal ganz kurz gucken, weil wir ja am Anfang so gut unterwegs waren, das dann übernommen hat. Stufe 5, ganz klar. Also, dann sind wir hier einfach richtig gut gefahren. Aber durch diesen Fehler eben haben wir mit Sicherheit das meiste von den 5 Sekunden verloren. Also ich kann mir vorstellen, dass wir hier jetzt vielleicht nur noch 1-2 Sekunden haben. Vielleicht sogar einen Rückstand. Was ist das denn hier? Ist ja wohl ein Witz, oder? Hier auf so eine Baustelle? Oh, scheiße. Dann bleiben wir da hängen. Boah, wer macht denn sowas noch hier vom Ziel? Boah, da werden wir dann wahrscheinlich jetzt doch Rückstand haben. Ach du je. 2 große Fehler noch. Boah, guck mal, aber trotzdem noch 2 Sekunden Vorsprung. Also, da waren die anderen dann doch ziemlich langsam noch. Ja, wunderbar, super. Dann können wir gleich zur nächsten Etappe gehen. Also, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass wir hier so gut sind. Also, wenn wir jetzt die beiden Fehler abrechnen, dann wären wir ja noch viel besser gewesen von der Zeit. Also, da hätten wir ja fast bei 10 Sekunden Vorsprung landen können. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht müssen wir es dann doch nochmal hochstellen, aber okay. Wir werden es einfach mal sehen. Ich beobachte das auf jeden Fall weiterhin. Und dann schauen wir mal. In der dritten Kurve haben wir einen Felsen erwischt, ja. Soll ich auch die ganze Zeit hier rumheulen und irgendwelchen Quatsch schreiben und trotzdem so weit vorne? Naja. Also 100% trockener Schotter haben wir jetzt. Wieder 3,3 Kilometer. Das ist wirklich nicht so lang. Da können wir danach dann noch direkt eine dritte Etappe ranhängen. Aber vorher müssen wir danach dann natürlich erstmal reparieren. Jetzt, los. Haarnadel links, Handbremse. Haarnadel rechts. Handbremse. 40. Dann links 4. Barriere aus. In rechts 4. Lang. In links 5. Haarnadel rechts. Handbremse. Dann Haarnadel links. Handbremse. Rechts. Aber wichtig ist es auch, das haben wir jetzt bei der letzten Rallye in Finnland gemerkt, dass man das Auto nicht zu sehr kaputt macht, weil bei der einen Etappe, wo wir nicht reparieren konnten vorher, haben wir mal eben 12 Sekunden verloren, obwohl wir wirklich recht gut unterwegs waren. Boah, guck mal jetzt, da müssen wir nämlich aufpassen. Jetzt haben wir hier natürlich einen ganz knappen Rückstand, aber das ist schon, ist noch völlig in Ordnung. Links 5, in links 5 und rechts 3, rechts 4 und Haarnadel links, Handbremse. Rechts 3, in links 3, hinter Baum. Und rechts 4, in links 4, rechts 4, dann links 3 und links 5, öffnet sich 3, lang. So, und das war ein super Sektor für uns. Gefahr, Sprung, in links 4, Steine aus, dann rechts 3. Boah, schöner Sprung hier. Links 4, dann rechts 4. Links 3, in rechts 3, dann links 4, Vorsicht, Bodenwelle, Bodenwelle, Vorsicht, rechts 2, hatte ich jetzt, oh shit, wow. Und so, komm, nehmen wir hier die Rückblende, was soll's, Vorsicht, rechts 2, links 2, boah, diese scheiß Zweierkurven, schon wieder unterschätzt, also zweimal jetzt. Also diese Zweierkurven ist echt mies. Und rechts 5, 40, links 4, manchmal sind die wirklich nicht so schwer rechts, und manchmal sind die so heftig. Und Haarnadel links, Handbremse, Vorsicht, Barriere aus, 40, Haarnadel rechts, Handbremse, dann Haarnadel links, Handbremse und links 3, 40, links 5, Zaun innen, Haarnadel rechts, Handbremse, dann Haarnadel links. Und rechts 5. Oh shit. Oh shit. Vorsicht. Haarnadel links. Ja. In Haarnadel rechts. Handbremse. Links 6. In rechts 6.
So, und noch ist die Heckschürze dran, ne? Was steht da drauf? Kasachstan. Aha. Vorsicht. Öffnet sich 3. Dann Haarnadel links. Handbremse. Abhang aus. In Haarnadel rechts. Das hätte auch schlimmer ausgehen können hier. Links 5. Dann rechts 3. In links 3. Geschafft. Boah, das gibt's ja nicht. Boah, und da haben wir dann am Ende nochmal uns ein bisschen das Auto kaputt gefahren. Ach Mensch, guck mal, so schön sah es am Anfang noch aus. Also, das war zwar eine ganz gute Leistung, aber das Auto musste wirklich einstecken. 8 Sekunden haben wir jetzt Vorsprung. Aber wir müssen mal unbedingt beim Auto beigehen. Also, da sind doch einige Sachen jetzt wahrscheinlich im orangen Bereich. Da werden wir wahrscheinlich nicht mal alles reparieren können. Ich mache auf jeden Fall nicht den Fehler und werde hier die Karosserie anfassen, weil das macht, glaube ich, bisher nicht so viel aus. Was sie hier reinschreiben, hatten kein ordentliches Roadbook für den letzten Abschnitt vorbereitet. Ja. Sowas macht man aber normalerweise so. Motor, Auspuff, Ladeluftkühler, Turbo vielleicht noch, Lenkung, Räder, Federung, Getriebe. 2 Sekunden, ne? Nehmen wir die 2 Sekunden mal in Kauf. Müssen wir ja auch mal gemacht haben, ne? Ist ja hier auch so ein Let's Play, das heißt, wir wollen ja hier auch mal zeigen, was passiert. Also wir haben jetzt dadurch, dass wir länger gebraucht haben als die eine Stunde, haben wir eine kleine Zeitstrafe bekommen, 2 Sekunden. Aber dafür konnten wir ein bisschen mehr reparieren und alleine dieses eine Teil kann uns vielleicht 2 Sekunden rausholen. Also manchmal macht es wirklich Sinn, sich eine Strafe in Kauf zu nehmen, wenn man dadurch dann halt wirklich schneller ist. Aber das bringt halt nichts, wenn wir das Auto gleich wieder abstellen und das aussieht wie sonst was. So, Ladebildschirm, lass uns mal weiter. Danke. Und dann geht's weiter mit Etappe Nummer 3, ne? Ja, 3,2 Kilometer, das ist ja nichts. Mensch, dann bekommen wir hier diese Italien-Rallye sogar innerhalb von 2 Folgen fertig. Hallo. Vorsicht, mittig halten. Rechts 3, in links 4, lang. Abhang außen. Rechts 4, in links 2. Boah, das war knapp. Drei, lang. Waren wir fast ein bisschen weit innen drin. Öffnet sich. Mittig halten. Links 5. Öffnet sich 4. Abhang außen. Vorsicht. Abzweigung links ab. Scharfe Kurve 3. In rechts 3. Ja, links hatte mir ein bisschen mehr Vorsprung erhofft, aber es ist ja auch okay. Haarnadel links. Handbremse. Dann Haarnadel rechts. Handbremse. Links 4. Scharfe Kurve 3. Aber ich muss sagen, diese italienische Rallye gefällt mir. Rechts 3, in links schöne Strecken. Hinterbau. Links 2, rutschig. Und Haarnadel rechts. Handbremse. 40. Links 5. In rechts 5. Dann Haarnadel links. Handbremse. 3 Sekunden, das ist schon mal ordentlich. Dann Haarnadel rechts. Oh. Da hättest du uns fast aufs Dach gelegt. So, das war jetzt nicht so toll, die Steine damit zu nehmen. Und wenn der schon sagt, der Motor hat was abbekommen, dann wissen wir ja schon mal, was ganz oben steht beim Reparieren. Dann rechts 5. 1 Sekunde Vorsprung nur noch. Ach Mensch. So, hier nehme ich jetzt aber mal die Rückblende. Das war jetzt wirklich bescheuert gefahren. Das ist immer gefährlich, nachdem man die Zwischenzeiten bekommen hat.
ist immer ein ganz kurzer Moment, wo man halt wirklich unaufmerksam ist. Das kenne ich bei F1 genauso mit den Sektoren im Qualifying. Baum, Haarnadel rechts, Handbremse, Barriere aus, 40, links 4, öffnet sich 4, dann Haarnadel links, Handbremse, öffnet sich 3. So, aber das Auto fühlt sich nicht mehr so spritzig an wie sonst, also kann sein, dass wir hier jetzt Zeit verlieren. Was? Nicht so schlimm, halbe Sekunde, noch Vorsprung. Links 4 und 80, öffnet sich. Also wird schwer sein, die Führung ins Ziel zu retten. Ja, wobei, wenn jetzt wieder sowas kommt, dann ist es, glaube ich, einfach. Vorsicht, mittig halten. Sprung, scharfe Kurve 4, links halten, rutschig. Dann rechts 3, lang, Bodenwelle, mittig halten. Geschafft. Oh, nicht schon wieder vom Ziel. Irgendwo gegenfahren. So, gucken wir mal. Also, das sollte doch knapp die Führung sein. Jawohl. Fast eine Sekunde. Das schon mal ganz vernünftig. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier nach 3 von 6 Etappen bei der Italien-Rallye doch nochmal eine Pause. Und in der nächsten Folge machen wir dann die letzten 3 Rennen. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir am Ende stehen. 9 Sekunden haben wir Vorsprung. Das sollte auch zu halten sein. Wir werden es sehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Hier bei WRC 4 und Lehrer Let's Plays. Gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis dann.